Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Wir waren unterwegs in der Region Oberfranken. Die liegt im Norden des Freistaats Bayern. Genau waren wir mit Start in Coburg rund um das Fichtelgebirge unterwegs. Von Coburg aus sind wir am Nordrand des Gebirges über Tschechien und dann am Südhang wieder zurück bis nach Bayreuth gefahren. Los geht die Reise in Coburg. Die Stadt liegt so etwa 90 Kilometer nördlich von Nürnberg. Vom 16. 17. Jahrhundert bis 1918 war Coburg Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Coburg. Über der Altstadt da thront die Feste Coburg, eine der größten und am besten erhaltensten Burganlagen Deutschlands. Heute ist hier ein Kunstmuseum. Das hier ist das Zentrum der Altstadt, das ist der Marktplatz. In der Mitte steht übrigens das Prinz-Albert-Denkmal. Das ist der Deutsche, der mit der britischen Königin Victoria verheiratet war. Nicht weit von hier, da ist der Schlossplatz mit dem Schloss Ehrenburg. Übrigens auch sehr sehenswert. Da sieht man das Prinz-Albert-Denkmal. 1840 hat er Victoria geheiratet. Das Denkmal ist ein Geschenk von Königin Victoria an seine Heimatstadt. So, inzwischen ist hier auch der Markt abgebaut und man kann ein bisschen mehr von diesen wunderschönen Häusern sehen. Das ist die Hofapotheke aus dem 15. Jahrhundert, ein spätgotischer Steinbau. Die Figur, das ist eine Madonna mit Kind. Eine Straße weiter, da kommen wir zur Moritzkirche. Das ist die älteste Kirche hier in Coburg. Die wurde ab dem 14. Jahrhundert gebaut und das ist die Hauptkirche der evangelischen Stadtgemeinde. 1530 hat Martin Luther hier in der Kirche gepredigt. Ein richtiges Highlight ist dieser Epitaph. Fast 14 Meter ist er hoch, 7 Meter ist er breit. Ein Alabastergrabmal. Er gehört zu den schönsten Renaissance-Epitaphen in Deutschland. Herzog Johann Kasimir, das ist einer der einflussreichsten Leute hier gewesen im Mittelalter, hat ihn für seine Eltern errichten lassen. Diese betende Figurengruppe da, die zeigt die herzogliche Familie. Ursprünglich waren die Fürsten vor dem Epitaph beigesetzt. Inzwischen sind die Särge in einer Gruft unter dem Chorraum. Jetzt gehen wir wieder zum Markt zurück. Gegenüber dem Rathaus, da liegt das Stadthaus. Das ist die ehemalige herzogliche Kanzlei. Ja, die Fassade sieht schon klasse aus. Herzog Johann Kasimir, das ist er eben mit dem Grabmal in der Kirche, hat dieses Staats- und Verwaltungsgebäude für die Landesregierung bauen lassen. Unter dem Herzog, da hat Coburg wirklich eine kulturelle Hochblüte erlebt. Wir fahren weiter. Über Kulmbach erreichen wir nach etwa 60 Kilometer die Stadt Neuenmark. Hier liegt das Deutsche Dampflokomotivmuseum. Das Museum liegt an der sogenannten schiefen Ebene. Das ist ein Abschnitt der Bahn von Bamberg nach Hof an der Saale. Es ist eine Rampe, die ist 6,8 Kilometer lang und die überwindet 157 Höhenmeter. Das Museum, das ist im ehemaligen Bahnbetriebswerk des Bahnhofs untergebracht. Das besteht aus einem Ringlokschuppen, Segmentdrehscheibe, Wasserkränen und Bekohlungsanlage. 60 Triebfahrzeuge gibt es hier zu sehen, davon sind 30 Dampflokomotiven. Die Loktypen, die man hier findet, die gehören zur Deutschen Reichsbahn und zur Deutschen Bundesbahn und es gibt Industrielokomotiven. Ah, hier gibt es zum Beispiel einen Schienendampfkran. Es gibt einen Speisewagen von 1935, einen Salonwaren Baujahr 1937, da ist 1955 Konrad Adenauer mitgereist. Es gibt eine Dampfschneeschleuder und einen Schneepflug von 1960. Telegrafenstationen und eine riesige Modellbahnanlage gibt es natürlich auch. Es empfiehlt sich auch so ein Rundgang durch die Stadt Neuenmarkt. Die Gebäude aus der Dampflok-Ära sind nämlich hier erhalten. Ja, zum Beispiel das Bahnbetriebswerk, Übernachtungsgebäude, Güterhalle, Bahnhofshotel, Eisenbahnerwohnungen und Eisenbahnergärten. Und es gibt zwei Eisenbahnerkirchen. Mehr Eisenbahnen kann man kaum an einem Ort finden. Außerdem kann man hier an der schiefen Ebene entlang der Schienen wandern. Also wer sich für Dampfloks interessiert, der ist hier also richtig gut aufgehoben. Hier gibt es eine Menge zu gucken, man kann auch unter die Loks drunter gucken. Und dann gibt es hier eben diese ganzen Speisewagen und Salonwagen, die man sich auch angucken kann. Und diese Salonwagen, die haben wirklich eine faszinierende Geschichte. Man kann zumindest von außen durch die Fenster reingucken. Weiter geht unsere Tour. Nach 40 Kilometern erreichen wir Schwarzenbach an der Saale. Wir sind jetzt etwa 11 Kilometer von Hof entfernt. Der Landkreis Hof, der liegt am Nordrand des Fichtelgebirges an der bayerischen Porzellanstraße. Hier gibt es ein Denkmal von Jean Paul, das ist ein deutscher Schriftsteller gewesen, aus dem 18. Jahrhundert. Der hat hier 4 Jahre gewohnt. Ich bin aber hier wegen der Frau rechts auf dem Bild, Erika Fuchs. Ihr Grab, das finde ich hier auf dem Friedhof. Erika Fuchs hat fast ihr ganzes Leben in Schwarzenbach an der Saale gewohnt. 2005 ist sie im Alter von 98 Jahren gestorben.
Ja, wegen ihr kann man Schwarzenbach an der Saale durchaus als Entenhausen bezeichnen. Immerhin hat sie hier ihr eigenes Museum, das Erika-Fuchs-Haus. Woher man Erika Fuchs kennt? 1951 wurde sie Chefredakteurin des deutschen Mickey-Maus-Magazins und sie war ab dafür die Übersetzung der Comics zuständig. Bis 1988 war sie die Übersetzerin der Mickey-Maus-Hefte und dadurch hatte sie Einfluss auf ganze Generationen von Lesern. Ich gehöre übrigens auch dazu. Das Museum hier, das würdigt seit 2015 das Werk von Erika Fuchs. Die Dauerausstellung, die ist 600 Quadratmeter groß. Hier dreht sich alles um Entenhausen. Hier geht es um das Leben, das Werk von Erika Fuchs, ihr Schaffen und den Kontext zur allgemeinen Comicgeschichte. 7 Räume ist dieses Museum groß. Auf 130 Quadratmeter ist hier ein begehbares Entenhausen entstanden. Richtig cool sind einige Übersetzungen von Erika Fuchs bei den Geschichten der Familie Duck, insbesondere Donald Duck. Denn sie hat anders als in der englischen Vorlage zahllose versteckte Zitate in diese Übersetzungen reingebracht, auch literarische Anspielungen. Ja, auch das Leben von Erika Fuchs, das ist hier als Comic dargestellt. Der größte Teil der Ausstellung, der beschäftigt sich dann auch mit der Sprachkunst von Erika Fuchs. Es gibt interaktive Stationen, da zeigt man, wie Erika Fuchs spielerisch mit der Sprache umgegangen ist. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie Erika Fuchs berühmte Literatur in Comic eingesetzt hat. Für Donaldisten ist das ein legendäres Zitat von Donald. Wer die Mickey-Maus-Hefte, wer Entenhausen, die Donald-Geschichten mag, der ist hier in Schwarzenbach an der Saale wirklich im Erika-Fuchs-Haus gut aufgehoben. Wir stellen fest, Entenhausen liegt in Oberfranken. Wir passieren die deutsch-tschechische Grenze und kommen nach 40 Kilometern nach Franzensbad. Wir sind hier im westböhmischen Bäderdreieck. Karlsbad und Marienbad liegen hier ganz in der Nähe. Wir sind hier im sogenannten Egerbecken bzw. im Egerland. Ja, Franzensbad, das ist so eine richtig schöne alte Bäderstadt mit Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert. Das Kurbad, das wurde 1793 mit Förderung durch Kaiser Franz II. Angelegt, daher auch den Namen Franzensbad. Hier gibt es mehrere Heilquellen, eine davon, das ist die Franzensquelle, das ist diese hier. Das ist die älteste Quelle hier des Bades und dafür hat man in der Fußgängerzone einen extra Pavillon errichtet. Franzensbad, das gehörte zu den ersten Moorbädern in Europa, besonders der Hochadel, der kam hierher. Es hat sich im Laufe der Zeit dann zu einem Frauenheilbad entwickelt. Franzensbad gehörte bis 1945 zum Landkreis Eger im Reichsgau-Sudetenland. Bis 1945 war Franzensbad überwiegend von Deutschböhmen besiedelt. Das Gebiet des historischen Egerlandes, das liegt heute eben zum Teil in Tschechien und auch ein Teil in Bayern. Der tschechische Teil, der liegt hier bei Cheb. Das ist die alte Stadt Eger. Wir sind etwa 5 Kilometer von Franzensbad entfernt. Eger oder tschechisch Cheb, das ist das alte historische Zentrum des Egerlandes. 32.000 Einwohner hat die Stadt heute. Früher war das mal eine selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich. Wir sind hier am Marktplatz. Und der ist wirklich gewaltig und sieht sehr, sehr hübsch aus und ist sehr sehenswert. Die Anlage hier, die stammt aus dem 13. Jahrhundert. Hier gibt es ein barockes Rathaus und viele weitere richtig geschichtsträchtige Gebäude. Und auf dem Marktplatz, da steht das hier, diese Gruppe von Häusern, die stammen aus der spätgotischen Zeit und man nennt sie das Egerer Stöckel. Das ist ein Komplex von 11 Häusern, sehr, sehr klein und sieht ja schon fast niedlich aus. Hier haben früher Kaufleute drin gewohnt, unten da waren Geschäfte und dazwischen gibt es sogar eine ganz schmale Gasse. Da unten drin, da sind auch heute noch Cafés und Restaurants und es lohnt sich da wirklich mal reinzugehen und sich das alles genauer anzuschauen. Wir wechseln zum Teil des Egerlandes, der in Bayern liegt. Marktredwitz heißt die Stadt, das ist eine Kreisstadt im Landkreis Wunsiedel und liegt etwa 30 Kilometer von Eger entfernt. Hier gibt es das Egerland Kulturhaus und da drin das Egerland Museum. Seit 1946 werden dort Andenken an das Egerland gesammelt und ausgestellt. Denn die deutschen Bewohner, die mussten ja das Egerland 1945 größtenteils verlassen. Es gibt hier sogar ganze Wohnungseinrichtungen wie die hier zum Beispiel. Es gibt alte Fotos, es gibt Porzellan, Glas, Schmuck, Trachten. Generell gibt es Ausstellungsbereiche zum Thema Handwerk und Gewerbe.
Es gibt Beispiele aus der Volkskultur, zum Beispiel der Musik. Wer älter ist, erinnert sich noch an Ernst Mosch und die Egerländer Musikanten. Die traten damals sogar in fast jeder Fernsehsendung auf. Ausstellungsbereiche widmen sich zum Beispiel dem Thema der Malerei und auch dem Bäderwesen im Egerland. Auch das Thema Trachten, das ist natürlich hier von besonderer Bedeutung. Das sind wirklich herrliche, schöne Trachten, die hier in den Vitrinen gezeigt werden. Und draußen vor dem Museum, da steht der Egerlandbrunnen. Der ist aus Granit, der hat einen Durchmesser von 7 Meter und ist 6 Meter hoch. Der hat 4 Ebenen, die sind pyramidenförmig angeordnet. Darauf sind 52 Bronzefiguren zu sehen, die einen Hochzeitszug mit Brautpaar darstellen. Wir verlassen Markt Redwitz und fahren am Südhang des Fichtelgebirges die 50 Kilometer bis nach Bayreuth. Die historische Innenstadt von Bayreuth, die ist wirklich sehenswert. Bayreuth, das war die Residenzstadt der Markgrafen. Der Sitz des Fürstentums, der war also um 1600 von Kulmbach nach Bayreuth verlegt worden. Und in der Regierungszeit der Markgrafen, da erlebte die Stadt eine wirklich kulturelle und städtebauliche Blüte. Aus der Zeit stammen das alte Schloss und das neue Schloss und das markgräfliche Opernhaus. Das Opernhaus, das hat die Markgräfin Wilhelmine 1744 bauen lassen. Es zählt bis heute zu den wenigen im Original erhaltenen Theater- und Opernbauten der damaligen Zeit in Europa. Das ist immerhin Weltkulturerbe. Ja, hier schauen wir uns mal ein paar Bilder an, wie das von innen aussieht. Ist das nicht fantastisch? Das markgräfliche Opernhaus, das ist erst vor wenigen Jahren renoviert worden und man muss sagen, das ist wirklich gelungen. Das älteste Gebäude der Stadt, das ist die Stadtkirche am Kirchplatz. Das ist eine dreischiffige Basilika mit zwei Türmen, spätgotischer Stil. Wenn man in der Kirche ist, sollte man auch mal die paar Stufen runtergehen in die Gruft, denn das ist die Gruft der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth. Was sich auch lohnt anzuschauen, das ist die neue Stadtresidenz, die die Markgrafen haben bauen lassen. Da drinnen gibt es ein Museum mit einer Ausstellung, das Bayreuth der Markgräfin Wilhelmine. Ansonsten dreht sich hier in Bayreuth ja alles um Richard Wagner und seine Familie. Das hier ist Haus Wahnfried. Das war das Wohnhaus von Richard Wagner ab 1874. Richard Wagner selber hat sich ausgedacht, wie es aussehen soll. Es war dann ein Geschenk von König Ludwig II. Von Bayern, deswegen steht seine Büste auch hier vor dem Haus. Hier wohnte Wagner mit seiner Frau Cosima und mit seinen Kindern. Im Erdgeschoss, da gibt es zwei große repräsentative Räume, eine Halle und einen großen Saal. Im Saal ist die originale Bibliothek von Wagner untergebracht. Sohn Siegfried Wagner, der ließ sich neben der Villa Wahnfried ein eigenes Haus bauen. Das ist heute Museum. 2013 hat man da noch ein neues Museumsgebäude dran gebaut. Heute kann man hier die Dauerausstellung sehen in drei Teilen. Die geht über das Leben und Werk Richards Wagners, über die Geschichte der Bayreuther Festspiele und über die Wirkungsgeschichte. Und im Garten hinter der Villa Wahnfried, da ist die Gruft, wo 1883 Wagner beigesetzt wurde. Seine Frau Cosima, die wurde dann hier 1930 beigesetzt. Und das hier ist das Richard Wagner Festspielhaus oder auch Bayreuther Festspielhaus. Wir sind hier auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Das Festspielhaus, das wurde nach den Entwürfen von Richard Wagner gebaut. Und einmal im Jahr, im Juli, August, da gibt es hier die Bayreuther Festspiele. Wenn es euch möglich ist, dann nehmt mal an einer Führung durch das Festspielhaus teil. Da erklärt man mal richtig, wie die Akustik hier funktioniert. Das ist nämlich eine ganz faszinierende Geschichte. Ein paar Kilometer von Bayreuth sind es bis nach Coburg und dort hat sich dann unser Kreis geschlossen. Das war's dann hier aus Oberfranken. In diesem Sinn, tschüss.